Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Armored Warfare hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist das Chaos. Hallo. Hallöchen. Wir spielen jetzt die Operation Kavallerie und haben 4 Main Battle Tanks und einen TD dabei, wobei wir den Merkava 2C und den Leo 2 steuern. Ein M1 Abrams ist da mit dabei und ein Magach 7A. Ich dachte eigentlich auch, dass ich den Magach hatte ausgewählt. Ich war ein bisschen verwirrt, wo ich den Merkava da gelesen habe, aber... Er ist im Alter, ist das halt so, da kriegt man sich halt mal. Die stehen halt nebeneinander in der Garage. Passiert. Gut. Weil den Panzer mag ich eigentlich so gar nicht irgendwie. Ich komme da irgendwie nicht, ich komme nicht ganz zurecht mit ihm. Das ist noch nicht so meiner. Aber das wird sich ja hoffentlich jetzt bessern. Kavallerie haben wir selten gespielt. Die Mission sagt mir aber was. Also ich, die haben wir ganz früher öfter gespielt. Genau, ganz früher gab es die ganz, ganz oft, glaube ich. Kommen ja gleich denn hier von links ein paar Gegner und... Man kann auch mit seinem Panzer mitten auf der Straße stehen bleiben. Ich glaube, das war auch losgeht. Die erste PvE-Mission, die wir gespielt haben. Ups. Du hast aber gespottet. Du steckst mich in den Zaun. Ja, das ist immer gut sowas. Kannst ja auch Nebel schmeißen, wenn du willst. Unser Flugzeug wurde getroffen. Wir müssen eine Information über die Löwen auf seiner Testplatte. So, der eine ist down. Finde die Maschine, sichert die Daten und prüft, ob es Überlebende gibt. Ein zweites Down durch die Arti. Ah, fuck die Queen. Sowas von verrissen gerade den Schuss. Ich fahre mal auf der Deckung. Das muss eine der Abwehrstellungen sein. So, der ist raus. So, Nachladezeit ist hier ja auch. Naja, sagen wir mal, geht so. Wow. Hab ich auch von frontal voll eine verblättet gekriegt. So, ich schmeiß noch ein bisschen Grauch hier in den Weg. Aua, kannst du den AMX da auch mal bekämpfen oder kommst du da nicht ran? Da komm ich nicht ran, ich bekämpfe die andere Seite gerade. Ah, scheiße, Schrott geschossen. Cobra King. Cobra King? Cobra King war doch irgendwie mit dem Gefecht. Mit dem. Ja. Links, ne? Schon wieder gespottet. Ja, die kommen doch von links, glaube ich, irgendwo hin her. Alter, wie die alle bei mir reinkommen hier. Hallo? Wann sollte ich eigentlich die High Explosive einsetzen? Bei kleinen Gegnern, also weichen Gegnern. Okay. Wie viel kommen da bitte? Keine Ahnung, eine Menge. Das ist auf Hardcore. Das ist ja eine Schlachtbank. Ja, du musst dann auch nach links irgendwo hin. Ja. Ah, ich habe auch schon wieder viel zu viel Schaden genommen. Ach, da kommt der nächste an die Eier hier. Eine Heat kannst du auch gegen weiche Gegner nehmen, aber natürlich auch. Also das ist so ein Hybrid, ne? Da geht weiche Waffen gehen auch ganz schnell mit. Aber weiche Fahrzeuge gehen auch mit sehr viel Schaden kaputt. Das ist ein Wunderwerk der Geschwindigkeit hier, dieser Panzer, ne? Oh, du bist so arschlahm mit dem Ding. Keine Ahnung, warum der Magach da so ein Rennpferd ist. Aber vielleicht muss ich noch einen neuen Motor einbauen. Wo ist mein Fahrer gestorben? Nö, gibt doch noch alles. Motor ist auch noch ganz. Ups. Also der Leo kann schon sehr schnell werden. Jo, zerschmettert. Eieiei. Also ich werde mit diesem Panzer einfach nicht weich. Ich habe keinen Durchschlag, keinen Schaden, keine Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, dass so dieser Panzer hier seine Daseinsberechtigung hat. Vorsicht. Vielleicht hat er nicht gegen stärkere Panzer bekämpft, sondern nur gegen schwächere. Ja. Das ist ein israelisches Modell. Ja, verschwindet ja auch hinterm Haus. Toll, den hat immer. Ich stelle mich da einfach mit rein in Kippe. Mann, was ist das schon von hier? 369 Schaden, es ist. Immer wieder ein Witz. Oh Gott, oh Gott. Ich hab auch nicht was los. Okay. Es wird voll hier. Identifiziert.
Oh, die wollen alle zu euch da oben. Jo. Oh, einer ist jetzt auch hier bei mir. Mir gekommen. Direkt neben mir. Ich habe einen kaputt gerammt hinter mir. Ja, ich hab hier Close Combat. Oh, einen Zack kriege ich auch noch. Alles klar, okay. Ah, Mann! Diese Waffe ist einfach nicht zu gebrauchen, Alter. Nachladezeit wie ein... Und dann hörst du schon das Geräusch, das was im Clip drin ist, ne? Achtung, kannst du dich reparieren? Ja, kann ich. Dann hörst du schon, dass was im Clip drin ist und dann kannst du nicht abdrücken und dann machst du keinen Schaden an dem scheiß VKM. Oh, ist das eine Waffe, Junge. Das ist der letzte Husten, also diesen Panzer. Oh, verdammt. Was, wo hab ich den Hepp? Wir haben eigentlich mehr Schaden als mit Munition, ey. Das ist echt ganz kompliziert, dieses Fahrzeug. Kannst du noch mal reparieren? Nein. Okay, dann halte ich zurück. Ja. Boah, da kommt was. Oh, 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 oh. Ich falle auf unseren Cobra drauf. Der schießt mir natürlich genau in die untere Wanne. Der wird sich auch gedacht haben, was hast du denn zum Vollpfosten, ey? Bei mir heulen ein paar Sirenen. Im Panzer, ja, das passiert. Das Turmdreh ganz fest geschossen. Da schön, da geht einen richtigen Sound hier. Ach, da kommt auch noch ein Gegner. Transporter. Na, was willst du denn da jetzt machen? Ach, das war's jetzt so. Ja, schön durchgekippt. Wie man jetzt die Kettenräder da unten fahren sieht, ne? Das sieht aus. Ich sehe keine. Nee? Nein. Also ich habe bei mir quasi nur die vom Panzer die Räder fahren sehen. Mhm. So. War eine hektische Runde. Ja, also das ist aber wirklich. Also ich finde diesen Panzer, ich muss. Also wahrscheinlich muss ich ihn erst durchgeforscht haben, dass es dann ein bisschen besser wird, dass er dann. Also, ich finde den schwierig, den Panzer. Irgendwie ist das nichts für mich. Der ist so langsam, so behäbig und du kannst nicht schnell mal deine Wanne richtig hindrehen und dann kriegst du auch schon Schaden rein und. Oh. Aber du bist nah am ersten dran. Ja. Oh, auch bloß, weil ich auf den Trophy gesprungen bin. Ja, durch Spotting wieder. Ich stand wieder weit vorne. Naja, gut. Das ist halt, das bringt halt richtig Punkte, wenn du Spotting machst. Ja. Gut. Jo, das war eine weitere Runde Armored Warfare für heute, die schwierig war, aber es geht. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Das Chaos war bei uns. Noch irgendwas, was wir sagen wollten? Nö, war es eigentlich, ne? Tschüss. Jo. Tschüss.